Die Wirtschaftspsychologie setzt sich natürlich mit dem Ziel der Ausbildung für Führungskräfteentwicklung beispielsweise auseinander. Aber von den Inhalten her gedacht, beginnt es natürlich mit grundlegenden Methoden. Es geht viel um auch Sozialkompetenzen im Umgang mit Menschen und natürlich auch in der Frage, woher kommt Verhalten, warum sind Menschen so, wie sie sind. Die wichtigen Entscheidungskriterien für mich für das Studium genau bei der SAH war auf der einen Seite, ich hatte einen Praxisbezug, auf der anderen Seite, ich hatte einen schönen großen Campus, wo ich auch wirklich ein Studierendenleben hatte und natürlich auch die fachliche Expertise und die Nähe zu den Dozenten. Ich glaube, Besonderheiten im Studium an der SAH, gerade beim Thema Wirtschaftspsychologie, sind natürlich diese sehr auf Persönlichkeit, auf die Person auch orientierten Lernmethoden. Ein typischer Einstieg nach dem Studium für die Berufsfelder ist mit Sicherheit in der Personalabteilung zu unterstützen, was jetzt Erhebung von Mitarbeiterzufriedenheit betrifft oder Führungskräfteentwicklung zu unterstützen. Aber das sind, glaube ich, zwei typische Einstiegsfelder nach dem Studium.